Ich leite das Forschungsprogramm 3, das heißt Lernen, Wissen, Innovation. Und wir schauen uns Themen im Schnittfeld von Digitalisierung und Bildung und Digitalisierung und Wissenschaft an. Das im Übrigen ist das Logo von Elephant in the Lab. Das ist ein wunderbarer kleiner Blog, den wir betreiben zusammen mit ein paar Kollegen. Da geht es auch um Themen der Wissenschafts- und Innovationspolitik. Wir verstehen Impact als Wirkung von Forschung außerhalb der klassischen Wissenschaft. Also wir wollen quasi untersuchen, wie Wissenschaft in andere Teilbereiche reinwirkt, beispielsweise in die Politik, in die Wirtschaft, aber auch in die Zivilgesellschaft und die Medien. Und wir wollen schauen, wie Wissenschaft im Grunde dazu informierten Entscheidungsfindungen und Willensbildungsprozessen beitragen kann. In unserem Forschungsprojekt DREAM beispielsweise versuchen wir, Open Access, also den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und wissenschaftlichen Produkten zu fördern. Wir versuchen explizit grünes Open Access zu fördern. Das heißt also, wissenschaftliche Outputs wie Artikel oder auch Daten oder auch meinetwegen Berichte auffindbar zu machen mit einer App und einer Plattform und diese auch bewertbar zu machen. Denn wir glauben, nur so kann man grünes Open Access nachhaltig gestalten und zum Wachsen bringen.